Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir spielen heute gegen den ersten FC Nürnberg. Und es gibt Anstoß. Wir können mal bei den Trikots schauen. Die sind natürlich alle nicht so original, ne? Deswegen gucken wir mal. Aha, hier in so schön und nicht so schön. Na gut, Anstoß. Los geht's. Ich habe PS irgendwie mal neu installiert und ja, ich hoffe, dass jetzt die Einstellungen irgendwie nicht so komisch sind. So, und dann möchte ich auch nicht vergessen, den Super Pro 543 oder so war das, zu grüßen. Also, schöne Grüße an dich. Ja, doch, diese Einstellungen sind nicht richtig. Kameratyp natürlich nicht vertikal, sondern benutzerdefiniert. Das gerne so und der Winkel macht überhaupt nichts und Zoom. So, vielleicht. Da muss man nicht mal gucken. So, also ich spiele ein bisschen auf mich. Und wenn es eben was Interessantes da gibt, spielen wir auf. Okay, es sieht gerade ein bisschen schneller aus. Ich stelle gerade fest, dass das schneller ist. Systemeinstellungen. Spielgeschwindigkeit. Ah ja. Auf minus 2 damit. Aha, okay, das ist doch schon mal ganz anders. Heute habe ich mal ein bisschen auch Meisterliga online gespielt. Boah, hat mich das aufgeregt. Ihr glaubt es ja nicht, wie mich Stadt aufgeregt hat. Ich habe gegen einen Gegner gespielt, der so mega heftig geleckt hat, dass das Spiel abgebrochen wurde. Und dann hatte ich gegen einen Gegner gespielt, der irgendwie, ja, nicht so, der hat eigentlich nicht geleckt. Aber, oh, komm. Ach so, ich soll ja auf meine Position ein bisschen achten. Ich soll auf meine Position. Geh bitte rauf. Also der hat nicht so geleckt. Aber irgendwie war meine. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Meine Reaktion super mega langsam. Ich konnte überhaupt nichts machen. Also ich wollte schießen. Das ging nicht. Ich wollte passen. Ging auch nicht. Also es hat einfach immer ewig lange gedauert, bis die reagiert haben. Und das ist nicht wegen der Einstellung des Spiels oder weil das Spiel halt langsam ist. Das dachte ich zumindest bis dahin. Sondern weil der scheinbar so mega heftig geleckt hat. Irgendwie so krasses Delay hatte. Das Spiel lief flüssig, aber er war langsam. Also zumindest. Eieieiei. Zumindest was meine Reaktionszeiten betraf. Also das war richtig ätzend. Dann habe ich einen Elfmeter gekriegt. Also ich durfte einen schießen. Oh. Und das war mein allererster Elfmeter. Und den schießt man jetzt auch mit dem rechten Stick. Deswegen habe ich in die Mitte geschossen, statt irgendwo anders hin. Ach. Ach, das gibt's ja nicht. So, da drauf bleiben. Ja, und heute gibt's sogar noch jemanden, den ich grüßen wollte. Mensch, fast vergessen. Dämmerts, der wollte heute gegrüßt werden. Schöne Grüße an dich. Wir sehen uns im Video. was mich mal interessieren würde, wie viele neue Zuschauer wir denn hier haben. Also Zuschauer, die uns jetzt erst gefunden haben durch PES 2014 oder FIFA oder so. Und jetzt hier halt aktiv so mitschauen. Das würde ich echt mal gerne wissen, welche so neu ist. Das werde ich auch, glaube ich, nochmal bei FIFA nachfragen. Der Schuss war nicht besonders hart. Den hat er auch noch nicht so drauf, ne? Oh. Ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und da können wir mal gucken, ob wir hier viele neue dazu bekommen. Also ich hatte hier ja gesagt in irgendeiner Folge, dass wir wohl mal in irgendeiner Folge oder in irgendeinem Tag knapp 100 neue Abonnenten bekommen haben und seit eben auch PES und FIFA neu draußen sind, sind auch schon einige Zuschauer dazugekommen. Also von daher von daher denke ich mal, dass hier schon viele neue dabei sind und da würde ich einfach mal gerne hören, was ihr so meint, wie ihr das so hier findet und so weiter und so fort. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare.
So, wir versuchen jetzt hier mal uns gegen den Gegner weiterhin durchzusetzen. Ach komm, wir haben doch den Ball. Wo muss er das denn jetzt abbrechen? Ach Mann. Das verstehe ich nicht. Ist das wirklich so richtig offiziell Regel und so weiter? Dass er bei Abseits abpfeifen muss? Dranbleiben. Ah, ich weiß nicht, wo die lang gehen. Sehr schön. Ah, da war gar keiner. Shit. Okay, ich dachte, da käme wenigstens irgendwie der Pass an. Mist, ich stand dann die ganze Zeit frei in der Mitte. Okay, wieder hier oben. Boah. Dann auf links außen. Und ins Aus. Juhu. Also noch steht es 0 zu 0. Dranbleiben. Ich hoffe, dass heute ein bisschen besserer Tag für mich ist. Ah, nein. Shit. Die Unbeweglichkeit meines Spielers ist echt unglaublich. Okay. ZOM bin ich gerade. Aha. Ach, da war ich doch dran. Mist. Also 38 Minuten hier gespielt, es steht noch 0 zu 0. Und nein, wir gewinnen nicht gegen jeden Gegner. Deswegen sind wir auch hier ziemlich weit im Keller. Und ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist okay. Ein höher war doch heftig schwer. Oh. Aber wir können noch mal gucken. Also vielleicht kriege ich es auch irgendwann gebacken, hier auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ja. Haben wir. Gott. Also so finde ich es halt ziemlich ausgeglichen. Okay, okay. Wir kriegen die Pille noch irgendwie. Nein, nein. Ich war da sehr zentral. Hab mich angeboten. Der Ball kam leider nicht an. Nürnberg hier im Moment war mit wesentlich mehr Ballbesitz. Also wesentlich in Anführungsstrichen 61%. Das ist schon recht stark. Bei uns funktionieren die Pässe noch nicht so genau. Ah, das ist ja... Ich hoffe mal, dass das hier langsam mal besser wird mit meinem Otaldo. Weil er entwickelt sich ja schon sehr langsam. Also das war ja auch ein Kommentar von Mats. Er wäre ja langweilig, wenn er gleich nach drei Saisons auf 95 wäre. Das stimmt. Aber wenn er nach... Weiß ich nicht. Nach einer Saison... Ja, sich um ein verbessert hat, dann sind wir in 8 Saisons, also im Alter von 26, 8 besser. Das ist ja gar nichts. Also, da sind wir ja nicht mal ein Ausnahmetalent, da sind wir ja, puh, da sind wir gerade Zweitligist, sozusagen, oder schwache Erstligist. Und das mit 26, das ist nicht mehr eben so ein Götze oder so. Schade, da kam ich angerast. So. Okay. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht kommt da noch was. Pässe, verdammt. Jeder Ball ein Fehlpass. Jungs, wir müssen... Ihr sollt Helme tragen. Ja. Wir müssen da vorne genauer spielen. Das Team und ich auch, besonders ich, wir müssen da mit den Pässen besser sein. Bleib ich hängen, bleib ich hängen. Wir kommen nicht aufs Tor. Ich kann mich auch schwierig da so krass anbieten. Oh, komm.
Shit. Oh, ich war dran, ich war dran. Und es ist nicht aus. Sehr gut. Da ist er dran. Jetzt auf die andere Seite. Wir versuchen, das Tempo nicht rauszunehmen, Freunde. Bleibt doch drin. Im Tempo. Aber leider ist da wieder Ballverlust. Ich kann nicht mal den aussprechen. Kommt jetzt hier die Flanke? Ich bin... Oh, huhu. Ich lese da mal Berbatov. War das Berbatov? Das wäre irgendwie komisch. Okay, ein ungeordneter Haufen sind wir hier. Gut. Bin zentral. Arsch! Hat nicht geklappt. Ich dachte, ich könnte ihn köpfen. Kam kein Flugkopfball. Och, Manu! Ich war eigentlich richtig zur Stelle. Der Pass war perfekt. Der war richtig perfekt. Und ich habe den einfach unterlaufen. Wahrscheinlich, weil ich Sprinten oder so gedrückt habe. Mist! Oh. Schade. Den hat er einfach so geschickt. Weil ich da am Laufen war. Hat er gut gesehen. Otaldo, Otaldo, Otaldo. Da musst du noch ein bisschen besser werden, du. Achtung, Flanke und Abseits oder was ist das? Ja, Abseits. Hier gibt es irgendwie nicht mehr diese Autolauffunktion oder so. Ich weiß gar nicht, warum das nicht so ist. Gut. Natürlich nehme ich den nicht mit. Abseits. Aber auch daneben. Meine Güte. Einfach immer nach vorne. Immer nach vorne damit. Bin ich jetzt im Zentrum? Wieso steht denn da so zentral? Aufstellung prüfen. Ja, ich bin links, ne? Ja, linkes Mittelfeld. 4-4-2 spielen wir. Okay. Ey, ey, ey. Der haut mir doch auch gegens Knie. Verdammt. So, ich arbeite dabei, dir diesen Ball da zu kriegen. Gut. Schöner Doppelpass. Oh, den kriege ich nicht. Okay, ich muss mal vielleicht die Kamera ein bisschen jetzt mehr auf mich wieder ziehen lassen. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was hin. Hier knapp 80. Minute 0 zu 0. Ein schwacher Haufen, den wir hier haben. Aber der Gegner ist auch nicht viel besser. Also, da ist ein Foul. Nicht. Okay. Okay. Ja, pass ihn doch. Pass ihn doch. Der steht doch da frei. Warum gibst du den ja nicht ab? Hätte er schön nach vorne spielen können. Warum checkt er das denn nicht? Diese Gurkentruppe. Boah. Gelbe Karte. Zack. Alles klar. Alles klar, Chef. Überhaupt nicht mit Aufsicht auf den Ball. Oder Aussicht auf den Ball. Ah, okay. Ja, und hallo, du spielst immer ZOM und Mittelstürmer. Ja. Ich will doch auch Mittelstürmer sein. Und links außen. Torhüter, gut. Schlägt er ab nach vorne. Da ist überhaupt keiner. Ah, okay, also wir kommen nicht wirklich zum Zug. Dit will nicht. Aber der Gegner zum Glück auch nicht. Wenn wir jetzt nicht noch irgendwie ein Ding in der letzten Minute reinkriegen, dann wäre das schon mal nicht schlecht. Gut, 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 gut. Ja. Fast wären wir dran gewesen. So, jetzt ist aber Schluss.
kam er nicht an den Ball ran. 88. Minute. 89 sage ich eher. Okay, es war leicht nahe zum Foul hin. Komm ich nicht ran. Komm ich nicht. Ich verstehe es nicht. 2 Minuten werden nachgespielt. Jetzt hier noch ein bisschen mehr als 1 Minute. Ich bin ganz mit dabei. Hinter dem Ball her. Nimm ihm doch den Ball ab. Oder nimm. Ah, diese Schweine. Ja, damit steht es 0:0 gegen Nürnberg. Sehr enttäuschend. 65% Ballbesitz, die Nürnberger. Ich nur eine 5,5. Ja, was soll ich denn machen? Das Team hat nicht funktioniert. Das hat einfach nicht funktioniert hier. Aber Platz 7, okay. Na gut. Spiele 5 bisher, nach 22 Spieltagen. Oder wie viele das auch immer waren. Jetzt gegen Werder Bremen. Darf ich denn diesmal spielen? Nee. Ich komme einfach nicht mal bei dieser Gurkentruppe in die Startaufstellung. Das liegt einfach daran, dass ich zu schlecht bin. Da gewinnen wir, oder was? Ich bin einfach zu schlecht. Was spielen wir da hier gegen? Nicht in der Tagesausstellung, natürlich nicht. Es ist doch echt ätzend, wenn ich alle 10 Tage mal mitspiele, oder was? Ach, das ist doch doof. Ich würde gerne einfach stärker werden, damit ich auch endlich mal spielen kann. Borussia Dortmund ist jetzt unser Gegner. Natürlich spiele ich nicht mit. Aber es ist halt nicht das richtige Borussia Dortmund. 1:1 gegen die Borussen. Weiter im Platz 6. Also, ich weiß es nicht. Was ich dann vielleicht bei der nächsten Karriere irgendwie anders machen kann. Also, es ist ja definitiv so, dass meine, wenn man meinen Spieler mal anguckt, der hat nicht hier schon 2, 3 Fähigkeitenpunkte dazu bekommen, nach jetzt knapp 2 Jahren, sondern die ganzen Attribute sind jetzt maximal einmal gestiegen. Und das ist nach 2 Jahren ja überhaupt nichts. Das ist ja rein gar nichts. Ich bin jetzt 18 Jahre alt, 71 ist, naja, okay. Also ich weiß nicht, also wenn ich nicht spiele. Ich habe 5 Spiele in dieser Saison gespielt und das ist jetzt, wie viele Spieltag? Wie viele ist das hier? Der 26. 5 Spiele. Weil ich auch nicht verlängert wurde bei einem anderen Team. Das ist ja echt Mist. Wie soll ich denn da besser werden? Ich hoffe, dass es nachher vielleicht, sobald es den Bundesliga-Patch gibt und wir mit richtigen Teams spielen, vielleicht auch noch besser wird. Ich muss mir echt ein mega billiges Team suchen oder so. Vielleicht muss ich das jetzt schon machen. Verhandlungen? Ne, ich kann ja nicht mal Transferanfrage oder so machen. Muss ich mir das schlechteste Team der Welt suchen? In der schlechtesten Liga der Welt, damit ich spielen kann oder was? Keine Ahnung. Na, ich werde mal gucken. Falls ihr Ideen oder Informationen über die Werde zur Legende habt, dann schreibt es auch bitte mal in die Kommentare, was ich hier besser machen kann, weil ich spiele ja nie. Das ist ja echt schlimm. Ich spiele nie, habe schlechte Bewertung, kann da nicht viel machen. Gut, das war's. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.